Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Oh mein Gott, das ist heute offiziell der erste richtige Drehtag in meiner neuen Wohnung, beziehungsweise in unserer neuen Wohnung. Und das ist mein erster Fashion Haul, was ich hier drehe. Bitte entschuldigt mich gerade, wie ich aussehe. Ich habe Bad Hair Day seit 5 Tagen und hier in der Wohnung schallt es noch ein wenig, da es noch leer ist. Wir haben noch nichts geliefert bekommen und deshalb kann es sein, dass die Audio gerade nicht so toll ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich es mir nicht genommen und werde für euch heute ein Fashion Haul drehen. Denn ich habe in den letzten Tagen aus purer Langeweile, da ich keinen Alltag habe, eingekauft bei Zara. Da ist einiges zusammengekommen. Hier ist auch die Tüte, die jetzt kaputt ist. Und ich werde euch heute alles zeigen, was ich eingekauft habe und wie die Sachen natürlich auch getragen aussehen. Fangen wir als erstes an mit diesem Kleid hier. Ich finde dieses Kleid einfach sowas von schön und auch getragen sieht es wunderschön aus, vor allem auf gebräunter Haut. Und dieses Kleid gibt es bei Zara gerade für 39,95 €. Und das Ganze ist auch noch mit Rüschen versehen an den Seiten, was nochmal eine schöne Taille macht. Und vor allem auch Rundungen zaubert. Ich finde das Kleid wirklich wunderschön. Und ich habe das in Größe S bestellt. Jetzt machen wir auch schon weiter mit einem Zweiteiler. Ich weiß nicht, also ich bin verrückt momentan bei Zara, wenn es um Zweiteiler geht. Leider bezahlt man die Zweiteiler separat. Und zwar gehört hierzu einmal dieses Oberteil hier. Das wäre einmal so ein Neckholder. Und das Ganze kostet uns, also nur das Oberteil, 15,95 € und die passende Hose dazu für 22,95 €, was auch noch eine Schlaghose ist. Ich habe dieses Zweiteiler-Set angezogen und meine Mutter meinte so, wow, das sieht richtig sexy aus. Und ich dachte mir so, ey, krass. Ich dachte erstmal, wenn ich ehrlich bin, meiner Mutter wird das nicht so gefallen. Aber sie meinte, das sieht richtig 60s aus und sie fand diesen Zweiteiler auch sehr, sehr toll an mir. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Oberteil. Ich nehme einfach die Sachen kreuz und quer raus, was ich gerade in der Hand halte und zeige es euch. Dieses Oberteil habe ich auch nochmal in Blau gesehen und das ist auch nochmal richtig schön. Ich stehe einfach auf diese Farben, auch in solchen Erdtönen. Und dieses Oberteil gibt es auch bei Zara gerade für 19,95 € und natürlich habe ich auch hier die Größe S bestellt, da es auch besser sitzt. Ich bestelle ja auch immer alles in der kleinsten Größe, aber manchmal gibt es immer die S, M und L Größen. Dann nehme ich natürlich, klar, immer S. So, jetzt machen wir weiter mit einem Kleid. Ich weiß nicht wieso, aber für mich ist es so ein Gracia-Kleid. Und dieses Kleid ist einfach so wie diese italienischen Frauen aus den Zeitschriften. Ich liebe es einfach. Es erinnert mich auch irgendwie an Sophia Loren, an Brigitte Bardot und diese Zeiten halt. Und ich stehe einfach da drauf. Vor allem, wenn das Dekolleté so schön in Herzform ist und wir noch diese Ärmel haben und dieses Kleid sieht getragen auch so schön aus. Ich kann es kaum abwarten, eine Gelegenheit zu finden, dieses Kleid anzuziehen. Und dieses Kleid gibt es bei Zara 49,95 €, gibt es auch in Größe XS bis XXL und ich weiß nicht, also ich bin total verliebt in dieses Kleid und wie ihr seht, sieht es auch getragen raschtig, richtig toll aus. Und jetzt machen wir weiter mit einer Bluse. Wisst ihr, was ich an Zara noch derzeit liebe? Es sind einfach die Farben. Es ist alles so farbenfroh geworden und diese Bluse musste demnach auch mit, was ich auch sehr, sehr schön fand. Vor allem getragen mit einer schwarzen Hose, einer Stoffhose, dann noch Pumps. Richtig, richtig stylisch. Und diese Bluse, diesen Hemd, was ist das für eine deutsche Diese, ja? Diese Bluse gibt es bei Zara gerade für 29,95 € und die musste natürlich auch mit. Ich muss aber wirklich ehrlich sagen, dass Zara mit den Preisen wirklich übertreibt, oder? Also ich weiß nicht, also ich finde schon, dass vieles sehr, sehr teuer geworden ist, aber Zara ist eine Sucht und man kann einfach nicht aufhören, bei Zara einzukaufen. Also mir geht es so und ja, ist leider so. Jetzt wollte ich euch noch ein Oberteil zeigen und zwar auch in einem Stretchstoff. So, jetzt habe ich es. Ich finde das richtig schön. Es ist sehr verspielt und was ich daran liebe, ist, dass wir hier
ein bisschen Haut zeigen, aber dezent. Ich finde es schön elegant, aber dennoch sexy. Kann man kombinieren mit Jeans oder mit schönen Stoffhosen, je nachdem leger oder elegant. Deshalb musste das Oberteil auch mit und dieses Oberteil gibt es für 25,95 €. Und es gab dort auch ein anderes Oberteil, auch in einer anderen Farbe, was ich auch sehr schön fand. Aber ich habe einfach mal schwarz mitgenommen. Und dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Zweiteiler-Set. Ey, ich habe einfach nur die Farben gesehen und ich dachte mir so, boah, Bams, musst du haben. Geht nicht anders. Musst du einfach haben. Und zwar ist es einmal diese Hose. Ja, in diesen Farben. Schaut euch mal diese. Passt übrigens auch zu meinem Kleid. Übrigens, das Kleid von mir ist von Bershka. Kann ich euch auch gerne mal verlinken. Und ja, diese Hose von Zara hat aber auch einen stolzen Preis, muss ich hierzu sagen. Denn diese Hose liegt preislich bei 59,95 €. Und diese Hose kannst du nicht einfach so anziehen, denn dazu gehört auch das passende Oberteil. Was gerade bei mir verkehrt herum ist, weil ich es schon angezogen habe. Ja, diese Bluse dazu, ciao, musste mit, habe ich nicht anders ausgehalten, dann nicht in den Laden wieder zurücklassen, ich muss es auch mitnehmen. Und diese Bluse gibt es für 49,95 €, also schon teuer, ne? Also für so ein Zweiteiler-Set finde ich es schon teuer. Damals wäre die Hose bei 49 € oder sogar bei 39 € und die Bluse bei 29. Aber wie gesagt, die Preise bei Zara sind schon gestiegen. Übrigens, ich weiß nicht, ob das was Neues ist oder nicht, aber diese Bluse ist made in Morocco. Sieht auch sehr orientalisch aus, aber viele Teile sind bei Zara aus Marokko, ich weiß es nicht, egal. Egal, machen wir einfach weiter. Und zwar habe ich wieder ein Zweiteiler-Set, was auch so nach mir schreit. Es ist einfach unglaublich, die ganzen Teile sehen einfach aus wie Soraya. Ja? Und zwar habe ich einmal diese Bluse, oder dieses Oberteil hier, was ich auch total schön finde. Und dieses Oberteil gibt es bei Zara für 25,95 € und die passende Hose hierzu liegt bei 25,95 € auch. Hä, was habe ich gerade gesagt bei dir? Ja, beides für 25,95 € und das ist auch eine High-Waist-Hose, was ich auch total süß finde. Und es sieht so Sharon Tate-like und 60s-like aus, was ich auch total liebe. Musste mit, wie gesagt, und dann machen wir auch schon weiter mit einem Rock. Hier habe ich auch nochmal einen Rock, was ich auch total schön fand. Allein diese Farben und der Schnitt. An den Seiten kann man auch nochmal einen Knoten machen. Und sowas kann man auch super kombinieren mit weißen Blusen, mit schwarzen Tops, mit weißen Tops. Also solche Farben könnt ihr mit allem kombinieren. Auch mit allen Farben, was diese Hose, nee, was rede ich ja, was dieser Rock auch noch hat. Und ja, musste auch mit dieser Rock. Liegt preislich bei 29,95 €. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil. Denn das letzte Teil ist eine Bluse. Und zwar sieht die so aus. Hat mich direkt gecatcht, aber ich muss jetzt so sagen, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn ihr einmal irgendwo drankommt mit dieser Bluse, ist die gerissen. Es ist ein sehr, sehr feiner Stoff, Netzstoff. Auch nicht gerade sehr dick, sondern eher empfindlich, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass ich damit nicht irgendwo drankomme und auch nicht mit meinen Nägeln. Denn dieses Oberteil ist trotz dessen, dass es etwas empfindlich ist, für 17,95 € zu bekommen bei Zara. Und ja, meine Lieben, das war es eigentlich auch schon von mir und meinem Zara-Haul. Das ging rucki zucki eigentlich, dafür, dass ich so viel eingekauft habe. Natürlich habe ich euch alles unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr auf die Teile zurückgreifen. Und auf diesem Wege würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss.